Hallo und herzlich willkommen zurück bei Alien Isolation. Hier ist wieder euer Nerosud und wir spielen ein Horrorspiel, weil ich gute Laune habe. Ich weiß nicht warum. Heute war Montag. Produktiver Tag auf Arbeit. Und ich hatte auch wirklich Lust, irgendwie weiterzuspielen. Und ja, wir sehen hier, alle sind tot. Das fängt gut an. So sieht es manchmal auch auf Arbeit aus. Samuels ist zum Androidenlabor gegangen. So, und ich würde einfach behaupten, Samuels hat hier einfach mal auch richtig Action gemacht. Wow! Okay. Ich bin auch schon fast wieder komplett raus. Da, da ist ein Gegner. Okay, okay, okay. Ich wollte nämlich gerade sagen, die Typen hier waren ja nicht ohne. Hier ist Apollo Secure Transit. Was zum. Aber eigentlich konnte ich. Es ist schon ganz schön dunkel. Noch nicht da. Ey, ey, was ist hier passiert? Und was sind das für Sachen? Was, warum soll ich das ausschalten? Weiß nicht. Machen wir mal. Das ist wieder D, nicht A. Gab es irgendwann ein Objective, was man nicht machen musste? Ich meine, wenn da ein Androide ist, könnte ich die noch umnieten, oder? Dann habe ich hier in Ruhe. Wo sind wir überhaupt? Sixth Synthetics, alles klar. Verwaltung, Leben voll. Aber hier ist er doch irgendwo. Hier lief doch einer rum. Der lief, glaube ich, rechts rum. Er war nicht in dem Raum hier drin, ne? Und schön leise. Okay, machen wir erst das hier. War doch einer. Wiederverwertung. Die Tür hier ist durchgebrannt. Ich kann nicht näher an sie rangehen. Ah, die ist elektrisiert. Energieniveau zu hoch. Okay. Hier scheint ja keiner zu sein, also können wir uns in Ruhe mal den Rechner hier anschauen. Ich hoffe immer hier mein Computer, der hier sich anhört. Wie eine Flugzeugturbine, die hört er nicht. Rohrbomber, Flammenwerfer. Boah, ich hab schon was machen. Kann man dazu greifen? Die Tür öffnen. Haha. Freigegeben. Neuformatierungskammer. Spedding, ich habe ein paar leere Androiden für die Sevastopol-Verkaufsverführung hochgeschickt. Falls Sie das noch nie getan haben, legen Sie die Androiden einfach auf die Pritsche in der Neuformatierungskammer. Über eine Verbindung mit Apollo werden die neuesten Programme installiert. Hoffentlich beißen die an, Russell. Leitender Sixth-Angestellter Ransom hier. Ich bin gerade aufgewacht und auf einmal stand ein Hiwi in meiner Suite. Als ich ihn fragte, was er will, hat er sich auf mich gestürzt. Ich musste mein eigenes Apartment verlassen, verdammt. Senden Sie Ihren besten Techniker zum Apollo-Kern, um herauszufinden, was zur Hölle vor sich geht. Sofort! Die Dinger müssen unter Kontrolle gebracht werden, und zwar zackig. Auch hier haben die Syntheten sind durchgedreht. Ich frage mich, was auch cool wäre, also es soll ja noch ein dritter Film rauskommen nach Alien Covenant. Wann der spielt. Spielt der dann quasi kurz vor der Nostromo von den alten Alien-Filmen? Natürlich das sein kann. Aber mich würde auch echt interessieren, wie das jetzt hier ausgeht mit Alien Isolation. Und ob da doch mal ein cooler Film. So, vielleicht. Film kommt. Vielleicht drehen die alle durch, die Syntheten. Und.
Brauch kurz Konzentration hier. Was liegt hier? Da ist noch ein Schlauch. Da ist noch eine Tür. Hier ist noch was zum Verstecken. Biologische Gefahreneindämmungsstufe. Alter, dein Ernst? Bitte kommen Sie mit mir mit. So. Hier noch was? Kommt er? Wenn er kommt, können wir uns hier verstecken. Der kommt. Oder? Da ist er ja. Jetzt haut er wieder ab. Okay, warte mal noch 3 Sekunden. Und dann, so. Was haben wir hier? Sicherheitszugangsgenerator. Na, dann probieren wir das mal. Wie, der kommt jetzt. Okay. Schrott. Was ist hier? Habe ich irgendwas übersehen? Bindemittel. Irgendwas bauen. Dass wir hier ein bisschen Sachen haben. Bindemittel, Rohrbombe. Ah, jetzt Rohrbombe ist voll. Okay. Eigentlich kann man tendenziell probieren, das hier alles voll zu machen. Ne? Ist doch noch was, was ich übersehen habe. Dank, ich habe auch alles ausgeschaltet. Nur noch den einnervigen Roboter. Ah, eine Ausweiskarte. Von E. Ballack. Aha. Wow. Wo ist er da? Ich glaube, ich werde ihn außer Gefecht setzen müssen. Da leuchtet er. Folgen Sie mir bitte. Folge du mir doch. Bzzzt, gleich macht's bzzzt. Bzzzt. Oh oh. Ich wollte es ja nicht anders. Ich wollte es ja nicht anders. So, jetzt nochmal. Eieieiei. Ich muss hier einen großen Mund haben. So, jetzt hier. So. Oh oh. Strom wiederherstellen. Dann gehen wir erstmal hier rein, ehe der Typ danach kommt. Zugang zu Apollo. Öffnen Sie umgehend den Transit. Apollo Transit ist ausschließlich leitenden Angestellten von Seeksen und Syntheten vorbehalten. Okay, dann muss ich irgendwie einen Weg finden, direkt mit Apollo zu sprechen. Biologische Gefahreneindämmungsstufe Omega. Alle Berechtigungen widerrufen. Ich habe für sowas keine Zeit. Samus, machst du platt.
Aber Sam Mertz ist ein guter, ne? Das war doch Sam Mertz. Nee. So. Irgendwann habe ich die Steuerung mal. Hätte ich nicht einfach klopfen können, sagen hier Samuels. Elektroschocker immer noch eine gute Wahl. Schalter benutzen. Sagen Safe Zone. Oh, das gefällt mir nicht. Komponente B. Was brauche ich denn noch dafür? Subkutane Impfpistole. Okay. Irgendjemand? Ich sag nicht. Ja, versinkt die manchmal am Boden? Jetzt haben wir eine Impfpistole. Zack, zack, zack. Nö, hier ist keiner. So. Privat. Antwort: Pläne für heute Abend. Susanne, Liebste, ich muss unsere Verabredung verschieben. Es treffen Berichte über anormales Androidenverhalten unten ein. Hat vielleicht etwas mit den ganzen Vermissten zu tun. Du musst dich in den Ausstellungsraum begeben und dich dort einschließen. Es gibt einen Abriegelungsschalter an meinem Schreibtisch, da diese Maschinen mal tatsächlich was wert waren. Mach dir um die keine Sorgen. Es sind nur Vorführmodelle. Nicht mehr lang, ich werde mich um alles kümmern. Und dann können wir gemeinsam den endlich abgeschlossenen Vertrag außerhalb der Arbeitszeit feiern. Aha. Spedding, ich rechne damit, dass die VIP früh ankommen. Sehen Sie zu, dass Sie und Ihre Leute zur Begrüßung parat stehen. Die Uhr tickt und das ist unsere letzte Chance, etwas aus diesem Scheißhaufen rauszuquetschen. Ich will, dass Ihre Leute nach deren Pfeife tanzen und über jeden ihrer lahmen Witze lachen. Bringen Sie sie zum Ausstellungsraum. Aber hetzen Sie sie nicht und schwingen Sie keine langweiligen Reden. Wenn Sie Änderungen an den Hiwis verlangen, stimmen Sie zu. Die Techniker können sich später darüber den Kopf zerbrechen. Ich hoffe, Ihre beste Laune sind an der Sache dran. Ihre besten Leute sind an der Sache dran. Termin im Ausstellungsraum. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Freitag ist Date Night, Mr. Sun. Mit der Tante von der Rezeption, alles klar. Bedding ist Leiter, da sind sie. Okay. Ist sie denn die Dame von der Rezeption? War das Susanne? Ja, man weiß es nicht. Ist noch nicht wirklich erkennbar, woran sie gestorben ist. Hier noch irgendwas Spannendes hier hinter. Da Schrott, ich habe genügend Schrott. So, ihr seid alle ungefährlich, heißt's. Ja, sieht doch so aus. Ist aber verschlossen, die Tür. Wieso soll ich jetzt hier raus entkommen? Wenn die jetzt angehen, habe ich ein Problem.
Okay. Es gab einen Knopf für die Abriegelung. Hat er geschrieben. Oder? Hier drunter irgendwo? Ein Knopf? Ne, ist irgendwas anderes. Da ist ein Knopf. Hier war ja auch nichts weiter. Okay. Bestimmt wieder ein super krasses Rätsel hier. Das finde ich sieht hier verdächtig aus. Hier gibt es eine Leuchtfackel. Soll ich was mit denen machen? Nee. Verschlossen. Okay. Kann ich die hauen? Nee. Ich will noch mal kurz lesen, was da zu dem Knopf stand. An meinem Schreibtisch. Ein Abregelungstisch an meinem Schreibtisch. Smiths. Wo ist der Knopf? Ich würde ja sagen, das ist die Lampe. Entweder sie haben ihn super versteckt, das ist viel Lampe. Ja, ich habe hier schon geguckt. An meinem Schreibtisch. Nee. Ihr habt es bestimmt schon gesehen. Ich noch nicht. Was ist das für ein Zeichen? Gut, ich wüsste ja nicht mal, wo ich was eingeben soll. Ich könnte zurück. Ich gehe zurück, auch wenn ich nicht glaube, dass das die Lösung ist. Aber ich weiß gerade nicht, was ich hier noch machen soll. Ja, guck, mach mal eine neue Batterie rein. Jo, Da muss ich noch ein bisschen überlegen. Willst du mir gerade sagen, ich habe keine Batterien mehr? Doch. 5 von 6 heißt das doch. Ah, man muss F gedrückt halten. So, okay. Komm, gehen wir nochmal. Gucken wir nochmal hier rein. Hatten wir einen Speicherpunkt? Wir könnten... Nee, ich will nicht zurückgehen für einen Speicherpunkt. Hier habe ich irgendwas übersehen. Denke ich auch nicht. Aber erstmal steht da, ich soll da draus entkommen. Wo ich sagen... Schaffe ich ja, wenn ich hier raus bin. Nee. Hier kommen wir nicht weiter. Das sieht alles nicht so gut aus.
Das kann es ja auch nicht das Wahre sein. Ne, hier kann ich auch nichts weitermachen. Ich könnte jetzt auch nicht den Strom wieder einstellen. Alter, mein Herz. So, nee. Also ich würde sagen, es muss in dem Raum sein. Einmal nach links. Kann ich irgendwas aus der Ferne machen? Nee. Habe ich irgendwelche... Nee. Okay, hier geht's raus. So ein Knopf geben, der die Abriegelung. Also ich würde ja sagen, das ist eine Abriegelung. Ich muss also einen Knopf finden an seinem Schreibtisch. Gibt es noch mehrere Schreibtische? Nein. Ist hier irgendwo ein... No. Hier ist er. Das ist der Schreibtisch, das ist eine Säule, meine Güte. Sie benötigen einen Termin. Hey, hey, hey. So. Leute. Ja, bleibt da mal ruhig drin, ne? Ob die rauskommen. Neuverkabelung, was kann ich hier machen? Gasumleitung. Hier gibt es Schrotmoni, finde ich auch gut. Richtig viel sogar. Ich weiß nicht, ob sie es hier reinschaffen. Jetzt ist erstmal Feuer davor. Finde ich erstmal gut. Ladungspack. Moment, einmal hier. Molotov war ja auch gar nicht so gut. Eigentlich sind sie ja feuerresistent. Femina. Okay, hier geht's gleich ab. Ich weiß nicht, was da. Wir speichern das mal ab. Und was jetzt hier gleich passieren wird, seht ihr in der nächsten Folge. Und dann lesen wir gleich das auch durch. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da. Und ja.
Abonniert meinen Kanal, wenn ihr wollt. Bis zum nächsten Mal, euer Nerosud.